Hallöchen, liebe Bastelfreunde, und herzlich willkommen hier zur nächsten Videofolge für den Millennium Falcon aus dem Hause Phenom De Agostini, und zwar mit den Ausgaben 22 bis 26. Ja, wir werden heute zahlreiche Komponenten hier an unseren bestehenden Baugruppen anfügen, und was genau, zeige ich euch gleich im Schnelldurchgang. So, jetzt wird ein Schuh draus. Und ja, ich lade euch natürlich recht herzlich ein, hier der Videofolge bzw. der Sammelserie beizuwohnen. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, lasst ihr deswegen jetzt gerne ein kostenloses Abonnement hier auf dem Kanal da. Und ja, über einen Daumen nach oben und einen Kommentar würde ich mich natürlich sehr freuen. So, ich habe bereits die Ausgabe 22 abgefertigt und habe dafür hier auf der Seite hier diese 8 Panels eingeklebt. Und dann bleiben in dem Gussast, wo die Teile drin waren, noch 4 Stück übrig. Und die habe ich jetzt schon mal hier nummerierterweise 1, 2, 3, 4 für das Bauteil hier aus Ausgabe 23 schon mal zurechtgelegt. Und da schauen wir jetzt kurz, wo die hinkommen. So, also die werden jetzt hier nur in die seitlichen Lagen reingemacht. Also kann man da schon mal überall Kleber hinmachen. So. Und Nummer 4. So, und das Ganze kommt jetzt als nächstes mithilfe dieses Rings jetzt hier drüber. Und zwar auf der Seite. So, und dann müssen wir jetzt noch einmal hier oben die Pins richtig durchstecken. Und ich sehe gerade, ich habe die zwei hier falsch rum angeklebt. Super. Das heißt, ich muss die jetzt erstmal wieder lösen. Der ist richtig, ne? Und hier habe ich nicht aufgepasst. Ihr seht es selber, ne? Jetzt muss ich erstmal schauen, dass ich die zwei Ringe wieder abbekomme. Falls ich sie nicht rausbekomme, ohne Schaden zu verursachen, dann knipse ich hier oben die Stifte einfach mal weg und klebe sie halt direkt in die Schale ein. Aber deswegen immer in der Anleitung gucken, wie die Ausrichtung ist. Ich muss mir den Fehler eingestehen, dass ich hier gerade nicht aufgepasst habe. So, nächste Baustelle ist dann, ja, ihr seht schon, ne, die nächsten Rahmenteile für den Rumpf. Und da solltet ihr mittlerweile jetzt 8 Stück eingesammelt haben, von der Nummer 22 bis zur Nummer 28. Dann 2 Längsstreben, ein Connector für die 2 Streben. Dann diese ganzen Zweierblättchen, Viererblättchen und jede Menge von den schwarzen Schrauben. So, und wir fangen als erstes an mit dem Rahmenteil 22, welches wir an das bestehende von der Nummer 18 ansetzen sollen. Also da einfach nochmal hier auf den Platten drauf gucken, dann seht ihr, welches Bauteil welche Nummer hat. 12, 15... Muss ich gerade mal schauen, wo haben wir denn hier 18? Achso, vom Stage 18. So, wollte gerade sagen, bei Bauteil 18 ist da oben drin. Also geht an der Stelle hier weiter. Ne? Ich schiebe das mal hier nur 1:1 nach oben, damit wir hier Platz zum Arbeiten haben. So, also. Das Rahmenteil kommt jetzt hier mit 2 flachen Connectoren einmal hier an der Seite ran. So, Schraubendreher haben wir da. So, und so bauen wir das dann jetzt erstmal hier peu à peu dran, der Anleitung nach, ne?
So, in der Ausgabe 25, oder beziehungsweise ich zeige euch jetzt mal noch kurz den Rahmen. Genau, also da wurde jetzt hier der komplette Flügel hier angebaut, ne? Also hier von hier an, hier rüber, bis hier rüber und das Ganze, ne? Hier auch mit diesen zwei Verstärkungsverstrebungen. Genau, das habe ich jetzt einmal fertig gemacht. Dann habe ich schon vorbereitet die Ausgabe 25 und zwar sind das diese vier Baugruppen, ne? Da müsst ihr einmal die ganzen Teile ausschneiden und hier einmal aufkleben passenderweise. Und deswegen habe ich das schon mal vorbereitet, weil wir jetzt mit Ausgabe 26 direkt jetzt hier weitermachen. Nämlich diese Seitenwände werden jetzt hier eingesetzt. Und zwar müssen wir jetzt mal kurz schauen. Genau, die halbrunde Öffnung kommt hier Richtung dem dem abgeschrägten Grat. So, das wird dann hier bloß so einmal so eingesteckt. Könnt ihr natürlich noch mit Klebstoff verstärken, wenn ihr wollt. So, und dann kommen jeweils die langen Teile hier dahinter. So, dasselbe hier auf der anderen Seite. So, und jetzt muss man natürlich noch das Bauteil wieder oben drauf setzen. Und da müssen wir jetzt natürlich die Schräge nach unten jetzt hier einmal drüber setzen. Also im Endeffekt passt das Teil ja nur in eine Richtung da drauf. So. Und da mache ich jetzt überall in die Spitzen noch ein bisschen Kleber rein, dass es hält. Ich glaube, jetzt habe ich gerade einen Vorführeffekt, dass die Tube leer ist. Wäre hier natürlich passend jetzt, ne? Leer. Gut, auf jeden Fall ein paar Tropfen hat es noch gereicht und dann nehme ich mir jetzt, wenn ich sie finde, eine Spannzange und spanne das Ganze jetzt einmal hier kurz ein. Einfach bloß hier in der Mitte einmal vorsichtig zusammendrücken, damit der Kleber da ausatmen kann. So, das lassen wir dann trocknen und dann wären wir zumindest für die Bauphase auch fertig. Genau, alle anderen Schrauben habe ich mir hier so in kleine Tütchen umgefüllt, ne, dass die hier sortenrein, die Schrauben alle sortiert sind und nicht einzeln in diesen Mini-Tüten rumfliegen und dadurch Gefahr laufen, dass eine Tüte verloren geht. So, dann genau, können wir mal gucken. Die Baugruppe kommt nämlich nachher hier ran, an die Seite. Das hier muss man noch zusammenstecken. Okay, und das hier wird ja dann später eh noch miteinander verschraubt. Und wie gesagt, der Teil, den wir jetzt gerade gebaut haben, der kommt dann hier ran. Und das Stück kommt, glaube ich, in dem Kantinenraum. Und zwar wird das, glaube ich, irgendwo noch hier eingesetzt an der Seite. Jetzt müssen wir gucken, ob es auf der Seite war oder auf der anderen. Aber das können wir jetzt mal ganz kurz gucken, ne? Also die 2 Minuten haben wir. So, wenn das hier zusammenkommt, das wird ja hier noch so drunter geschoben. Das Ganze kommt, glaube ich, hier hin. Wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Und
Und das Gangteil müsste, glaube ich, nachher hier hinkommen. Ich glaube, so rum. Aber wie gesagt, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Oder war das auf der Seite? Kann auch sein, dass es hier hinkommt, ne? Ich weiß nämlich nur, dass man auf einer Seite... Doch, ich glaube, das kommt hier hin. Aber wie gesagt, ich bin mir jetzt nicht sicher. Und das dann entsprechend hier auf die andere Seite. Aber das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist mit den Bauphasen her. Auf jeden Fall gibt es nämlich nachher einen Bereich. Es muss auf der Seite hinkommen. Weil man nimmt hier nämlich nachher oben eins der Deckspanels weg. Und dann kann man nämlich einmal hier in die Kantine reingucken. Und gleichermaßen gibt es hier nochmal oben eine Platte nachher zum Wegnehmen, dass man hier in den Gang reingucken kann. Deswegen gibt es hier dieses Sichtfenster. Ne? Ja, wie gesagt, mit dem Bauteil müssen wir gucken. Aber ich meine, dass es so war. Ne? Einmal hier der Pausen, der Aufenthaltsraum, daneben der Gang. Und das Bauteil ist einfach nur hier als Blinddeko, ne? Weil man hier quasi später, wenn man das dann provozieren wollte, hier so schräg reingucken kann und dann quasi in das Innenleben des Millennium Falcon reinguckt. Also quasi in das Schiffsgerippe. Aber wie gesagt, unter Vorbehalt ist es jetzt so. Ne? So, das müsste jetzt trocken sein und dann kommt das Ganze nämlich nachher noch hier dran. Ich muss kurz gucken, wie oben. Die 3 kommen nach unten und die 4 nach oben. Das heißt, es wird dann hier noch so eingesteckt. Passt jetzt natürlich wieder nicht rein, aber wie das halt so ist mit dem Vorführeffekt. So, jetzt passt es aber. Okay. Ne? So kommt das dann dahin und dann hat man quasi, wenn man jetzt hier reinguckt, da diesen kleinen Zwischengang, ne? Den wir jetzt gerade gebaut haben. So, ja, und damit heißt es jetzt wieder warten auf die nächste Lieferung. So, Lieben, damit sind wir auch schon wieder am Ende für die heutige Baufolge. Wir haben einmal, kann ich euch gerade noch mal einmal im Ganzen zeigen, das Gerippe jetzt um ein, wo waren wir denn? Hier auf der Seite, genau. Das Stück haben wir neu eingebaut, ein großes Stück mehr dran und damit haben wir jetzt fast die Hälfte. Oder? Ja, ne, wir sind sogar schon fast in der Hälfte, ne? Das täuscht natürlich optisch nur, dass die hier so leicht so abfallend sind. Aber da haben wir auf jeden Fall schon mal ein Viertel vom Grundgerüst fertig, ne? Also die Hälfte der oberen Schale und dann kommt natürlich nochmal das Ganze nochmal für die Unterschale. So, dann haben wir hier fortgesetzt die eine angefangene Röhre vom letzten Mal, ne? Haben jetzt hier oben dieses den oberen Teil der Durchgangsröhre festgemacht, haben diese Deko Teile hier hinten angeklebt, dann haben wir jetzt gerade eben, oder habe ich zum Schluss, diesen kleinen Durchgang hier gebaut, ne? Und genau, damit sind wir eigentlich am Ende. Tüten habe ich alle sortiert. Die Bauteile hier sind ebenfalls alle beschriftet, ne? Da haben wir jetzt über diese 5 Hefte auch wieder 3 Teile bekommen. Und in dem Sinne sage ich jetzt erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal.